Ohne Disziplin können wir den Aufstieg vergessen. Ohne Disziplin können wir den Erfolg vergessen. Wenn man hier zum Treffen kommt und nicht ganz doof ist, dann riecht man schon die ein oder andere Fahne von dem Mitspieler. Aber das gehört dazu. Solange die Jungs die Leistung auf den Platz bringen, ist es garantiert. Ja, wir sind heute in Klecken am Lerchenweg. Gegen Elsdorf 2, heute ein Gegner, der unten in der Tabelle steht. Einmal Ruhe bitte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass im Moment so diese Stimmung herrscht. Elsdorf, Selbstgänger. Aber wir wissen jetzt aus der Erfahrung raus, dass diese Mannschaft hinten gut steht. Wir wissen, dass sie hart sind. Und wir wissen, dass sie auch gefährlich werden können. Ich erinnere nochmal an dieses Spiel vor 2 Jahren. Wir müssen jetzt nur noch den Teller nehmen, das Besteck und essen. Das liegt jetzt ganz bei uns. Und da lassen wir uns nicht heute hier vom Tabellenvorletzten in den Bein stellen. Okay, Jungs? Alles klar. Am längsten war gestern Abend Freddy Ernst unterwegs. Ich glaube, der ist wieder in einer Bar Heimfeld in Harburg versackt. Der hat wieder heute Morgen nach Berliner Luft und Whisky gerochen. Ja, gestern Abend würde ich sagen, gab es eine gute Spielvorbereitung. Wir hatten 1-2 Bier und dann auch 1-2 andere Kaltgetränke. Augen zu, Köpfe runter. Die Erwartungen an uns sind heute klar. Sieg, kompromisslos. Die Erwartungen an Elsdorf, da gibt es überhaupt keine. Zeigt da draußen Charakter. Für 3 Punkte. Ich sag ein, ihr sagt Team. Ein Team, ein Team, ein Team, ein Team, ein Team, ein Team. Das ist auch, wenn man so anstrengend wäre, jetzt meine Ladung nehmen, ey. Damit bleibst du die ganze Halbzeit lang cool. Wir tun uns mit den eher leichteren Gegnern immer sehr, sehr schwer. Das heißt, wir versuchen so schnell wie möglich irgendwie ein Tor zu schießen, sodass wir die etwas rauslocken. Zu dem Spiel in der ersten Kreisliga als Gast der TSV Elsdorf 2. Im Amateurfußball findet man einfach alles, worauf man in seiner Freizeit Bock hat. Also Teamgeist, Teamkollegen, man verbringt den Sonntag zusammen auf dem Fußballplatz. Tauschen! Und dieses Gefühl, dieses Miteinander, das zieht die meisten Jungs hier an und lässt sie auch hier bei uns im Verein bleiben. Es ist das Engagement im Verein, die Leute, die man jeden Sonntag wieder sieht, das Zusammensein danach in der Kabine, das macht den FC Rosengarten aus, das macht den Fußball aus, das macht den Amateurfußball aus und das ist einfach eine geile Sache. Also Fußball ist für uns hier alles. Ah, Scheiße! Ich mag den Satz, dass der Fußball das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft ist. Und beim FC Rosengarten soll jeder, der Bock hat, sich zu uns ans Lagerfeuer setzen, mit uns Fußball spielen und eine gute Zeit haben. Guter Ball! Ja! Ja! Nach dem 1 sind die Jungs zu Tobi Grube gerannt und haben sein Trikot hochgehalten, mit ihm gejubelt. Hey, Männer, wichtiges Ding, ey. Der Junge ist wieder verletzt, wird eine Zeit lang ausfallen und da wollten sie einfach ein Zeichen setzen und gute Besserung wünschen. Weiter so, Männer! So ein, zwei Dinger da noch, Matthäus und Stoffel, schwuppdiwupp 3-0. Da wär's gewesen. Ja. Das war gut. Als ich den ersten Ballkontakt hatte, war das wie eine Erlösung. Eine richtige Erlösung. Das war Weltklasse. Also, du willst doch am liebsten hier dir ein Bier aufmachen, den Wurst essen und willst dich in die Hängematte legen und willst dir Siesta machen. Guter Ball! Ja! Ja! Kommen! Die ganze Aufregung hier jeden Tag kann ich auch nicht mehr ab, du. Vielen Dank, dass ihr euch gekommen seid. Wir wünschen euch einen schönen Heimweg. Vielen Dank. Ich denke, wir hätten schon das eine oder andere Tor mehr schießen können, aber im Endeffekt ist ein 3-0 Heimsieg am Sonntag bei dem schönen Wetter, glaube ich, völlig in Ordnung. Das Bier für 1 Euro, Wurst für 1 Euro, Zuschauer waren da, gute Stimmung, das macht Spaß. Ich glaube, dass der Fußball in der Gesellschaft eine Vorbildfunktion hat. Und ich glaube, es sind unsere erste Herren, wie heute wieder, die Chance hat, gerade allen Jugendspielern im Verein Vorbild zu sein und die richtigen Werte vorzuleben. Im Punkto Vielfalt hat ein Verein hier auf dem Dorf absolute Vorbildfunktion. Der trägt einfach dazu bei, dass hier unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Herkünfte von Religionen, unterschiedliche Interessen miteinander auf dem Platz spielen. Und gerade hier bei uns in Rosengarten achten wir darauf, dass alle miteinander auf dem Platz auskommt und sich das dann darüber auch in den Alltag überträgt. Vielfalt.
Volkswagen.